Ich glaube, dass sich da Pep sicherlich was einfallen hat lassen, wie er das Spiel angeht gegen Barcelona. Ich glaube, keiner kennt Barcelona besser wie er. Ich glaube, er ist ruhig. Er ist Trainer bei uns und er weiß, um was es geht. Selbstverständlich. Und das ehrt ihn ja auch, wenn er sein Herz an Barcelona hängt. Dort ist er groß geworden, dort ist er aufgewachsen. Dort hat er die größten Erfolge gehabt, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Aber jetzt ist er Trainer bei uns und so wie ich Pep kenne, und da bin ich auch fest überzeugt, setzt er sich jetzt voll für den FC Bayern ein. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, die Chance ist nach wie vor 50-50. Es sind zwei Spitzenmannschaften, wir sind im Halbfinale. Das heißt, es geht jetzt um alles. Es geht um den Einzug ins Finale. Aber ich bin da zuversichtlich. Also ich sehe da keine große Gefahr zu sagen, oh, da haben wir überhaupt keine Chance. Ganz im Gegenteil, bei 50-50 ist immer eine Chance da. Also dann einigen wir uns jetzt auf ein Unentschieden, wenn wir das beides zusammenzählen. Wäre das Ihr Wunschergebnis? Sicherlich, wäre ein super Ergebnis.